Und Action. Nee, also alles klar. Also wir sind jetzt so in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2022, wenn ich diese Sachen aufnehme. Es kann halt sein, dass sie später gepostet werden, dass sie wieder gelöscht werden, dass sie verändert werden. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt gerne mal für alle festhalten, die ja immer so nette Fragen stellen. Genau vor 2 Jahren, am 11.05.2022, wurde, okay, haben wir es jetzt, okay, also, ja, der Zettel war umgedreht, jetzt ist er richtig rum. Es ist nichtsdestotrotz der originale Zettel von der originalen Sendung, die am 23.04.2020 an den Sanhedrin gegangen sind, an den Sanhedrin. So, und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, ich hatte das extra raus, so, ein Artikel gepostet, auch auf zionelite.biz, Happy Birthday Israel, wo wir das allen erklärt hatten, wie das aussieht, mit dem Sanhedrin, ja. So, und wie Deutschland damit drin hängt, ich hoffe, ihr habt den Artikel gelesen auf zionelite.biz, so wie da der Olaf Scholz mit drin hängt und den Chabadniks, so, und wie halt jetzt der Sanhedrin mitdringt und der Rabbi Josef Ederi, der halt von der Chabad ist. So. So, der wollte, er hat schon am 3.4. eine Konferenz gemacht. Am 3.4. Sorry. Am 3.4. So, um den Sanhedrin komplett wiederherzustellen. Warum? Nachdem wir denen das Paket zugeschickt haben. Rabbi Hillel Weiss ist halt erstmal gegangen, hat sich selbstständig gemacht. So, dann ist der Rabbi Steinsalz gestorben, der Chef vom Sanhedrin. So, und jetzt sind halt nur noch 15 Leute von 71 sind jetzt gerade irgendwie aktiv. Und wir so, oh, das ist aber eine krasse Nummer. So, jetzt ist das das wichtigste Gericht im Judentum, wo wir vor 2 Jahren, so ungefähr diese Sachen sind dort angekommen. Ja, und zwar summa summarum über 12,67 Kilo an Material, die ihr heute bei uns auf dem Tora-Club bekommen könntet. So. Ich bin jetzt losgegangen, weil halt ich jetzt, in den letzten Videos haben wir ja hier Sandra Hartl, ich habe halt gesagt, rausge, wer ist ein Jude, was ist Antisemitismus und so weiter und so fort. So, und da kommen ja immer diese 9-mal klugen Schwestern, ne, die mir einen vorwerfen, ja, du hast Jesus nicht geehrt, du blas, ja, Sülz nicht mehr. Leute, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe da noch so ein kurzes deutsches Video kurz gemacht, ich blende das mal kurz ein. So, guten Morgen. Das ist eigentlich nur ein ganz, ganz, ganz kurzes Video, ganz speziell für die Monika Aschenbrück, ne, und alle weiblichen Schwestern, ne, die da so rumlaufen durch die Gegend und meinen, ne, der Sohn wäre Jesus Christus und der Ulf, der müsste umkehren. Es nervt. Es nervt, Mädels. Ihr habt sie nicht mehr alle. So, jetzt möchte ich euch nur mal sagen, so, das hier ist jetzt vom Präsidenten. Präsidenten hat jetzt erklärt, ne, ich habe mir das komplett rausgesucht, das hat er tatsächlich gedacht, ja. Und zwar ebenfalls auch an den Bundestagspräsidenten Bärbel Bass, ne, die sind alle mit dabei gewesen. Die Toten sind auferstanden. Hesekiel 37, 12 bis 14. Und zwar ist das sofort vor dem nächsten Vers, der ist dann 37, 16, geht es um Ephraim. Leute, und ihr habt das immer noch nicht. Also ich habe ja nichts, versteht ihr? Es wird mir immer angelehnt, ich würde Jesus nicht ehren. Ja, natürlich, ich habe alles gemacht, was Jesus gemacht hat. Alles. Und zwar in Jerusalem. So, das ist das Riesending. So, und jetzt habe ich immer gesagt, Leute, ihr werdet in der hebräischen Bibel, werdet ihr den Namen Jesus Christus nicht finden. Nicht finden. Also macht mich dafür nicht verantwortlich, wenn ich sage, doch pass mal auf, Ephraim, ja, der steht im Alten Testament, zwar von vorne bis hinten. So, und ich hatte gesagt, okay, Ephraim ist, Hesekiel 37, ist derjenige, der das Geburtsrecht von Josef hält. So, und das ist so. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. So, und das hat nichts mit Jesus Christus zu tun. Nichts, weil der ist vor 2000 Jahren gestorben.
So, das heißt, wenn irgendjemand das Zeugnis des Sohnes abgelehnt hat, dann ist das jeder, der mein Zeugnis jetzt über die letzten Jahre abgelehnt hat und die Offenbarung. Das ist jetzt 3 Jahre her, dass wir die rausgegeben haben. Da hätte ja nachher jeder nachchecken können. So hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Ja? Sondern ihr seid verfallen in der Finsternis eurer Herzen und habt euch selber irgendwelche Lehrsätze aufgestellt. Ja? So, die kann kein Mensch erfüllen. So, jetzt ist es ziemlich auffällig, ne? Dass diese Angriffe, hier, du musst dich wieder umkehren, okay, die kommen von alleinstehenden Frauen, die vorher schon Probleme mit ihren eigenen Partnern gehabt haben. Ich habe davon reihenweise solcher Mädels. Ja, so, und es wäre besser, wenn ihr auf den Sohn hören würdet. Wenn nicht, habt ihr halt Pech gehabt. Ich habe jetzt lang genug geredet. Mir steht's bis hier mit euch. Alles klar, Dankeschön, over und aus. Okay, das habt ihr jetzt gesehen. So, diese Kiste mit den Schwestern, Leute, mir hackt's bis hier. So, jetzt bin ich genau wegen dieser Story, wegen ist Jesus Gott oder nicht, genau wegen dieser Story vor 7 Jahren losgelassen. Und das ist jetzt der Chat vom Dr. Jürgen Bühler. So, jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, so, das ist jetzt bei uns auf dem Tora-Club. So, das ist jetzt Dr. Jürgen Bühler, der jetzt nach 7 Jahren hier mit dem Präsidenten von Israel zusammensetzt. So, hier sitzt er bei mir zu Hause. Hier guckt er gerade zu, wie der Ulf dem Ariel Sharon, ne, das Wort aus Jerusalem gibt. So, wegen meiner Töchter bin ich losgelaufen. Ja, so, das ist der Chat, das ist der komplette Chat, der abgelaufen ist. So, und ich habe gesagt, das steht unter der israelischen Jurisdiction, wo halt hier der Papst aufgetaucht ist. So, jetzt hat genau dieser Typ, der hat jetzt in seinem letzten Statement ziemlich klar gesagt, der Präsident von Israel hat erklärt, dass der jüdische Staat mit 1948 hat begonnen, Hesekiel 37, die Auferstehung der Toten hat stattgefunden. So, und ich habe euch ja jetzt 7 Jahren erzählt, Mann, okay, ich bin der Erstgeborene aus dem Tod. So, auf jeden Fall. So, ist es jetzt, um da mal entgegenzuwirken. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu streiten, versteht ihr? Mit niemandem von euch, weder mit der Sandra, noch mit der Monika oder mit dem Norbert und so weiter und so fort. Ja, hier Berman, ja, der halt hier jetzt irgendwie Messias mit Melkfett, Norman, alter Schalter. Wirklich. Verstehst du? Also, ja, ich habe mich die ganze Zeit mit 7 Jahre lang eingehend jetzt mit euren beschissenen Gesetzen auseinandergesetzt, ja. So, was ihr glaubt, das ist unglaublich und ich will dafür eine Lösung haben. So, und ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt gerade dabei, das wird jetzt exportiert, ja. Das heißt, wir haben Kontakt mit dem Josef Edri und haben gesagt, okay, pass auf, also der hat jetzt Zugang zu allen Unterlagen vom Sanhedrin und wir holen uns ein rabbinisches Statement, dass diese Jesus-Story, das ist die übelste Form von Götzendienst und jeder, der predigt, dass Jesus Gott ist, ist ein falscher Prophet. So, und ganz offiziell, er ist der richtige offizielle falsche Prophet aus dem Buch der Offenbarung. Ne, dann gab es das Tier, das ist er. Dann gab es den Drachen, das war der Obama. Und dann gibt es den falschen Propheten und das ist er. Lukas 22:22. Ne? Wo Jesus sagt, naja, der Menschensohn, der muss gehen, wie ihm bestimmt war. Aber wehe dem Mann, der ihn verrät. Ja, das war der Bühler. Ne? So. Auf jeden Fall, der hat damit Israel verraten. Ja, und so weiter und so fort. So, jetzt ist das, habe ich euch immer gesagt, ich unterstehe der jüdischen orthodoxen Leiterschaft. Dafür habt ihr jeder bei euch ein Sign-up mitgemacht. So, ich bin nicht dafür da, euch einen Jesus zu erklären, sondern ich habe gesagt, ich werde das theologisch erklären. Ich gehe dafür bis zum Papst, wo ich gewesen bin. Das heißt, keines eurer Scheißargumente zieht von irgendjemandem. Das interessiert mich ein Scheiß, was ihr über Jesus denkt. Versteht ihr? Weil das alles gelaufen ist. So, hier ist ein 21-Seiten-Dokument. Das ist in Israel. Das ist bei den Rabbinern. Und die gehen da komplett durch. Leute, das ist zu 100% sicher. Das heißt, jetzt geht es halt darum, ganz klipp und klar, wenn bei euch in eurer Stadt jemand lebt, ne, der halt Böses tut in den Augen des Herrn. Ja? So, und der ist in Bruch mit dem Bund. Ja, so, dann muss man das anfangen und entgegen des Gesetzes der Tora
betet andere Götter an. Betet andere Götter an. So, dann muss man das anzeigen und dann muss das untersucht werden. Es muss untersucht werden. So, und ich habe das angezeigt. Ich habe das angezeigt, versteht ihr? Und zwar bei den höchsten jüdischen Autoritäten. So, da geht halt mein ganzes Leben, geht halt um Israel. Ne? So, und da gibt es halt ein paar Sachen, die laufen seit dem Jahr 2000. Also das ja erst im Jahr 2000, also seit 22 Jahren. Ja? Das heißt, niemand, der halt heute mal irgendwie mal so die Bibel aufschlägt und mal was über Israel liest, ne, der braucht mir irgendwie kommen und mir irgendwas verklickern. Ich will dafür eine Lösung haben. Ich habe das allen gesagt, ich habe das dem Yogi gesagt, ich habe das meinen Töchtern versprochen. Ja? So, und ich habe gesagt, allen öffentlich, ich ziehe das durch, bis zum Ende. Ich habe einen lebenslangen Job. So, auf jeden Fall, so, das ist der Brief, der an den Avi gegangen ist. So, das ist der Brief an den Rabbi Weiss. Der geht jetzt online. Ja? So, der Rabbi Weiss, der hat eine ziemlich eindeutige Auslegung gemacht zu den zwei Messiasen, Ben David und Ben Josef. So, es wird in der jüdischen Theologie angenommen, dass der Ben Josef stirbt und der Ben David siegreich ist und nach Hause kommt. Es ist aber tatsächlich umgekehrt und ich hoffe, ihr versteht das im Jahr 2022, so dass der Ben David, der Jesus aus Nazareth, der musste sterben, damit der Ben Josef leben kann. Und der wird der siegreiche Messias sein, der nach 2750 Jahren abgeschnitten sein, wieder zurückkommt. Das ist ein Wunder, Leute. So, das ist ein komplettes rabbinisches Ding, versteht ihr? Das ist vollkommen egal. So, und jetzt müsst ihr da sehen, alles was, ich habe euch das gesagt, hier, der gesamte Antisemitismus, der LNK, das ist der Antisemitismusbeauftragte der US-Regierung, der schwört auf die hebräische Bibel. So, und ich habe euch jetzt mehrfach gesagt, wenn ihr mir irgendjemand einen vorwirft wegen Jesus, dann ist das Antisemitismus. Ja, und kriminell. Warum? Weil Jesus Christus findest du nicht im Alten Testament in der hebräischen Schrift, den gibt es dort nicht. Versteht ihr das? Deswegen kannst du mich nicht dafür verantwortlich machen, wenn ich sage, pass auf, das geht nach Tora und Propheten. Warum? Weil Jesus das gesagt hat. Könnt ihr nachlesen. So, und das, was halt immer ausgeschlagen wird, ja, Jesus, Ding, Bing, Bing. Jesus hat gesagt, wenn du die Tora nicht hältst, dann kommst du nicht ins Himmelreich rein. Matthäus 5, 17 bis 20. So, deswegen ist das total wichtig. So, jetzt haben wir das alles ausgedruckt. So, in, so, und das ist schriftlich. Ich habe mir das angeguckt. Ne? So, jetzt, oh, das ist super. Das Video ist online. So, das ist in, komplett in Englisch hier. So, wo halt komplett erzählt wird, was, was Phase ist halt. Ne? Ian, in the meantime, I think he moved somewhere to San Diego. So, das English, hat, like. So, das heißt, hier wird die gesamte Geschichte, so, das ist, läuft natürlich unter Tempelcoin, natürlich unter Tempelcoin. Report, warum? Weil es um den Tempel geht, um Tempel. So, der Typ, der diesen Artikel geschrieben hat, der Joel Rosenberg, ziemlich bekannter Typ, der lebt auch in Jerusalem. Auf jeden Fall, der hat sämtliche Argumente hier reingepackt, warum die Evangelikalen eigentlich denken, ja genau, die Totenauferstehung, hier sehe ich, in 37 hat stattgefunden. Ja, super. Ich bin Ephraim. Das kann mir auch keiner ausreden. Das geht gar nicht mehr. Das ist vollkommen unmöglich. Niemand kann was anderes überprüfen. Ich kann aber mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Jesus nicht mehr kommt. Versteht ihr? So, und der Joel hier, so, der hat das bestätigt. Das heißt, das ist fest, versteht ihr? So, jetzt kommt das nach 7 Jahren Tätigkeit. Wo ich gesagt habe, natürlich am Ende des Tages muss der Jürgen der israelischen Leiterschaft gegenüberstehen. So, vor 7 Jahren war weder der, der Itzhak Herzog war Präsident, vor 7 Jahren war der Herzog nicht Präsident, vor 7 Jahren war der Trump nicht Präsident, vor 7 Jahren hat kein Wahlbetrug stattgefunden, gar nichts. Vor 7 Jahren war alles total easy schmiesi. So, so, und jetzt, nach 7 Jahren, überlegt euch mal, was hier abgelaufen ist. Ja, so, und wir hatten in Länge zum 70. Jahrestag von Israel lang erklärt. Seitdem ist das schon eigentlich fest. So, und
Warum hat der Friede nicht stattgefunden? Na, weil so viele Leute mich aus unerfindlichen Gründen hassen, wegen ihrer Liebe zu Jesus. Die wollen mir ihre Liebe zu Jesus beweisen, indem sie die größten Hassdinger über mich bringen. Ja? Mir die Sachen schreiben, wo ich mir sage, Leute, ihr hackt bei euch, hackt es, Alter. Ja? So, deswegen gibt es so einen riesen Streit in der Gesellschaft. Wir hätten schon längst da, er hätte schon voll Frieden sein können. Warum? Na, weil ich das mit ihm ganz normal erklären wollte. So, jetzt ist es nicht mehr normal möglich, versteht ihr? Es ist nicht mehr normal möglich, ja? Weil es zu weit, zu hoch gegangen ist und ich allen erklärt habe, Leute, egal was ihr zum Neuen Testament denkt, es wird am Ende des Tages nach rabbinischem Urteil gehen und nach Tora und Propheten, nicht was irgendjemand darüber denkt oder glaubt, sondern das, was tatsächlich geschrieben ist und was die höchsten Autoritäten über die Tora darüber sagen. So. Und zu denen wollte ich hin. Ja, und jeder war mit eingeladen, das Ding zu klären. So vom Christlichen her. Also, ich hatte einen Deal mit meinem Bruder Yogi. Ja, und zwar, der liegt jetzt 22 Jahre zurück. Diese Effi-Story, 22 Jahre. So, wenn du was gegen deinen Bruder hast, dann gehst du zu ihm hin. Hab ich gemacht. So, da hat er mir in den Chat geschickt. Okay, dann holst du dir zwei Zeugen, dann nimmst du dir einen Zeugen mit und du gehst nochmal zu ihm hin. Hab ich auch gemacht. Und zwar den Doron Schneider und den Johannes Gerloff. Ja, so. Und wenn er dann nicht hören will, dann bringst du es vor die Gemeinde. So, und das ist die hier. So, und die Gemeinde, dazu gehört halt auch der Donald Trump, dazu gehört auch der Ronald Lauder, dazu gehört auch der Mike Pompeo. So, dazu gehören auch dir die 2+4 Typen, dazu gehört vor allen Dingen der Staat Israel. So, und wenn ich euch erkläre, Leute, das ist ein bisschen schwierig, aber meine Papiere, das ist schon in Ordnung, ja. Aber es geht nicht, was dort, ich habe schon Papiere, ist alles schon in Ordnung, ja. So, aber da gibt es halt so ein paar Sachen. Wenn ich euch sage, ich habe was mit dem Staat Israel und mit meinem Freund Yogi zu klären, ne, und ich lade dich ein, da mitzumachen, dann heißt das nicht, dass du für den Richter spielst oder den Denunzianten oder Sonstiges. So, jetzt haben das einige. Wir haben alles aufgeschrieben. Da sind ja hier die ganzen Sachen, ne? In den Büchern und so weiter und so fort. So. Vor 7 Jahren wusste ich nicht, ob ich überlebe, ob ich nicht überlebe. Jetzt habe ich überlebt. Ja? So, und in 14 Tagen ist mein Geburtstag. Ja, 55 werde ich. 5-5. So. Ulf 5.5, ja, wird auf jeden Fall diese Sache klären. Ja. So, und wieso? Also, um das auch mal zu sagen, ne, hier, da ist hier der Edri, so, der ist jetzt 31. So, das ist, was ich mit 31 gemacht habe. Jetzt guck mal bitte, da ist Bill Clinton, der ist bis heute ist dabei. Arafat ist tot, Benjamin Netanyahu ist noch im Rennen. So, das heißt, hier sind meine Steuernummern. Ich habe euch das gesagt, versteht ihr? Ich laufe unter ganz anderen Gesetzen. Ich habe das eben gesagt. Ganz anderen Gesetzen. Ich bin den Vereinigten Staaten gegenüber, wegen Kohle, wegen Steuern. Ich bin Israel gegenüber verantwortlich und so weiter und so fort. So. Und alles, was ich mit den Deutschen erzählt und gemacht habe, ist, ja, weil ich habe halt vergessen, früher meine Papiere zu regeln und es mir ist alles aufgefallen. Ich habe so, scheiße, wie machst du das mit den Papieren? Sind jetzt meine Töchter, die jetzt in Jerusalem geboren sind, sind die jetzt Nazis oder was? Ich meine, das, was jetzt Olaf erzählt hat, ne? Wir tragen eine historische Verantwortung. Ja, genau, deswegen bin ich hier losgewandt. Was haben denn meine Töchter, die in Jerusalem geboren sind, mit der historischen Verantwortung zu tun, die der Opa vom Olaf Scholz gemacht hat? Irgendwelche Nazi-Typen. Was habe ich damit zu tun? Ja, ich wollte die Sache nach Tora. So, und was haben Leute gemacht? Ja, die haben den permanent den Jesus rausgeholt. Ja, ja, genau, wie Adolf Hitler. Im Reichskonkordat. Ja, also, das ist ein absolut faschistischer Glaube aus Rom. So, und ich habe gesagt, nee, das muss geklärt werden. So, jetzt nach 2 Jahren, ja, sind Dinge geklärt worden, übernatürlich.
ja, zu einem Punkt, wo Deutschland ist jetzt seit 2 Jahren im Lockdown, jetzt ist so Ukraine, ja, so, und das Gleiche, was vor 2 Jahren gilt, gilt heute, ne? Wir können total, ihr habt ja keinen Rechtsanspruch auf eine Demokratie, aber wir können alle unsere Sachen mit Deutschland und so, wir können die klären. Wir haben die Sache hier schon mit Wölki und so, ne? Das ja, hier ist übrigens auch Olaf. Das steht auch schon drin. Kann ja auch nicht mit Geld umgehen, ne? Ich meine, die sind da rausgegangen, wir haben gesagt, wer ein Kreuz setzt, wählt Adolf Hitler. So, und dann geht der SPD-Typ raus, ne, setzt sich neben den Hotte, der wohl uns die Kriegsrolle bekommen hat, und das Einzige, was vor ihm liegt, ist ein Kreuz. Und jetzt ist er Kanzler. Ja, glaubst du ja selber nicht, ne? So, auf jeden Fall, ihr wisst ja, ne, wenn er Kanzler ist, ich bin immer noch Priester nach der Ordnung Melchisedek. So, jetzt ist halt die ganze Kiste. Wir haben jetzt 77 Jahre Kriegsende gehabt. Ja, 77 Jahre. So, man muss sich das halt sehen, so sah meine Heimatstadt Düsseldorf aus. Ne? So, man, wo ich mir sage, ja, mein Papa war da 2 Jahre alt. Ja, der ist am 24.43 geboren und 49 Tage später beginnt die Flächenbombardierung von Düsseldorf, von Dresden, von Leipzig, von Hamburg, von Köln, von München, von Nürnberg, von allen anderen Städten. Deutschland wurde in Schutt und Asche gelegt. Ja, so. Und es ist ein Wunder, dass wir im Rahmen der freien Religionsausübung, ne, halt nach Israel ziehen konnten, um dort nach Tora zu leben. So, aufgrund einer kleinen Unannehmlichkeit wegen meinem Freund Yogi, mein vor 7 Jahren gesagt, okay, natürlich, der Papa muss das klären. Der Papa muss das klären. So hat sich das bis jetzt geändert. Nee, der Papa klärt das. So, aber mittlerweile sind übernatürlich alle möglichen Sachen zusammengezogen worden, ne, die natürlich alle komplett mit Israel zu tun haben und mit den Rabbinern. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wer so auf Kuh guckt, ne? The Pope will have a terrible May. Bis später.